Ja, und kommt bloß nicht wieder. Du liebe Güte, du hast wirklich Autorität in deiner Stimme, aber nur dann, wenn du auf der Gewinnerseite stehst. Ah, meinst du das als Kompliment? Ich bin fasziniert, rate einfach. Tate, Dion, kann ich einen Augenblick eure Aufmerksamkeit haben? Zunächst müssen wir erstmal unseren Dank aussprechen. Vielen Dank, dass du uns in dieser gefährlichen Situation geholfen hast, Hausmeister von Tartessos, oder ich sag mal lieber Aufseher. Aufseher von Tartessos. Jeje, むしろ 城壁を浮上させるのが遅すぎたくらいですから. Verwalter, genau, ich habe es nochmal nachgeschlagen. Verwalter ist noch besser. Ach, das war doch gar keine Mühe. Ich war eher noch ein bisschen spät dran, die Befestigungswelle aufzustellen. Ich hatte ja gar nicht damit gerechnet, dass ihr so schnell ankommen würdet. Deshalb war ich noch am Schlafen. Ihr seid mir nicht böse, oder? Ja, ehrlich, もうダメかなって思ったけど、彼らを振り切れなかったのは僕たちの責任でもあるから、とても感謝してます。ありがとう。 Nein, nein. Zunächst dachte ich, dass uns das Glück verlassen hätte. Aber wir sind, oder du bist trotzdem dafür verantwortlich, dass wir gegen unsere Verfolger nicht verloren haben. Und deshalb bin ich außerordentlich dankbar. Oh, du bist aber von der netten Sorte. Und wenn ich mir dich so anschaue, scheinst du zum Haus Barker zu gehören. Eh, Hamilcar to-imasu. Hamil to-yonde kudasai. Ja, mein Name ist Hamilcar, aber nenn mich einfach Hamil. Ah, yahari anata ga Hamil nano desu ne. Ohanashi wa Karis-chan kara kiite-imasu. Dewa, anata ga Barukake no genzai no toushu nano desu ne. Oh, du bist also Hamilcar. Ich habe von dir schon gehört, Karis hat von dir erzählt. Also bist du das Oberhaupt von Barker, oder? そうなります。でもバルカケはもう僕一人しか残っていないので、当主というのもおこがましいですが。 Ja, das stimmt. Aber ich bin auch der Letzte des Hauses Barker. Also klingt es ein bisschen doof, wenn man mich als Oberhaupt bezeichnet. Ach, das Rad des Schicksals dreht sich für alle Stämme. Und lass das ja nicht deine Einstellung beeinflussen. そう言っていただけると、ほっとします。バルカ島や村人たちのタルテトスへの受け入れを認めていただいたこと。 Deine Worte sorgen dafür, dass ich mich besser fühle. Und ich bin unglaublich dankbar, dass du die Barker-Gruppe und die Dorfbewohner hier willkommen heißt. Es ist eine große Hilfe für uns. Taiko-の契約は
Ganz egal, wie sich die Dinge entwickeln, Tadessos wird immer eine Anfrage des Hauses Barca akzeptieren. Die alten Verträge gelten noch immer. Ich hoffe dir eines Tages deine Dankbarkeit oder deine Güte zurückzahlen zu können. Darf ich nach deinem Namen fragen, Tochter Tadessos? Bitte nenne mich Kleto, Hamir. Ach, dieses Oberhaupt von Barca ist wirklich sehr nett. So ein gutes Benehmen, wie ein Gentleman. Ja, es kommt wohl drauf an, mit wem ich spreche. Ach, ich mag dich. Du hast viel Tapferkeit für einen Menschen. Und ich muss noch was nachschlagen, das gibt's ja gar nicht. Ah. Und du bist auch sehr großherzig. Und deshalb kann ich dir ganz voller Vertrauen oder deshalb kann ich dir Tadessos anvertrauen. Moment mal, sagtest du für einen Menschen? Was bist du denn? Oh, weißt du das denn nicht? タルテトスの代理人の話は知っていたけど, それがどういうものかは父から知らされてなくてね。 いや、覚えてないのかもしれないけど。 Ja, ich habe wohl von den Verwaltern oder vom Verwalter von Tadessos gehört, aber mein Vater hat mir niemals erzählt, wer oder was er war. Oder vielleicht kann ich mich auch nicht dran erinnern. Es wird wohl die Prinzessin des Drachenstammes sein. Aber ich habe nur Geschichten darüber gehört, deshalb bin ich da auch nicht sicher. Da ist mir übrigens aufgefallen, in unserem Basislager, da wo wir einkaufen gehen können, da sieht man ja unsere Quadriga und auf der Quadriga sind auch Drachensymbole, also fliegende Drachen abgebildet. So mit Blattgold oder sowas verziert. え、龍族です。留守番を任されている若輩者というだけで姫君という柄ではありませんが、人間さんには龍神様などと呼ばれています。 Ja, ich gehöre zum Drachenstamm. Aber ich bin nur eine einfache Person. Die ich guck's lieber mal nach. Ach so. Ja, ich bin vom Drachenstamm, aber ich bin nur eine Heranwachsende, die damit beauftragt wurde, das Schloss zu überwachen. Und mit königlichen Sachen kenne ich mich gar nicht aus. Die Menschen nennen mich Drachengottin. Drachengottin. Ja. Oh, das dachte ich mir. Drachen? Die legendäre Rasse? So,
Ja, die Legende sagt, dass der ursprüngliche Drachengott an diesem Ort leben sollte. Diese Technik, die dafür sorgt, dass diese Befestigungswelle schwimmen können, da kann man nur sagen, es ist gerechtfertigt. Würdet ihr Menschen jetzt bitte mal eine Weile ruhig sein? Es ist gerade eine wichtige Konversation zwischen zwei Göttinnen. この地上で人間以外の種族を初めて見た。どうか仲良くしてほしい。アシュタルト、タルトと呼んでくれて構わないぞ。 Das ist jetzt das erste Mal hier auf der Erde, dass ich jemanden treffe, der kein Mensch ist. Ich würde gerne eine Freundin von dir werden. Mein Name ist Astarte, aber nenn mich ruhig Tate. Das gleiche gilt für mich. Du bist auch kein Mensch, oder? Der Elfenstamm, das ist auch eine sehr alte Linie. Ich spüre eine mächtige Magie in deinen Adern. Ja, das stimmt. Mein Vater und meine Mutter waren mit dem Magister Battaglia verwandt. すべての兵士が妖精をプイルに匹敵する魔力を持っていたという。 妖精族最強にして最後の舞台ですね。 Ah, ich habe von ihnen gehört. Es wird gesagt, dass die Soldaten eine magische Stärke besitzen, die dem des Elfenkönigs Pfyll gleichkommt. Sie wären die stärksten und die letzten der Elfenkräfte. Und in der letzten Schlacht, am Ende des großen Krieges, stießen sie zu den kaiserlichen Wachen des großen Königs Aaron. Und es, wie man sagt, wurden die meisten von ihnen dabei getötet. Ja, das stimmt. Auch mein Vater ist damals gestorben. ずいぶんと時間の流れが違う世界からいらしたようですね。千年も昔の大戦からさほど時間が経っていないのですから。 Es sieht so aus, als kämst du aus einer Welt mit einer unterschiedlichen, wo die Zeit in anderer Geschwindigkeit verläuft. Die Zeit ist doch nicht weit fortgeschritten seit dem großen Krieg vor 1000 Jahren. そうらしいな。だけど私にとっては地上で起こったという大戦は夢よりも遠い出来事だ。 Ja, so sieht das aus, aber für mich ist der große Krieg auf der Erde weiter weg als ein Traum. Und in dem Augenblick, als es mir klar wurde, gab es schon keine Hinterlassenschaften des Magisters Battaglia mehr. Nur noch ein Regiment aus Elefanten und Talos blieb übrig. 過去の対戦の話は物語のように聞いただけで何一つ実感を伴っていないのだからな。Ich lauschte
alten Geschichten des großen Krieges, als wären sie reine Legenden, weil ich ihn selbst nicht kennengelernt habe. Und bist du aus diesem Grund hierher gekommen? Also, dass du hier auf der Erde leben kannst und selbst erfahren kannst, was es bedeutet zu leben? Ja, da hast du recht. Aber mein Hauptziel war immer noch, diesem Mann da zu helfen, Hamil. Und eines Tages würde ich gerne eine Göttin werden, die vielen Menschen helfen kann und das Band zwischen Menschen und Göttern wieder erneuern kann. Tarto, Yonda? Hast du gerufen, Tate? Ah, ich habe eben vor ein paar Sätzen Unsinn erzählt. Es gab kein, ich dachte, es gäbe so einen Großmeister Battaglia, aber es ist einfach das auch wieder eine Armeegruppe, also ein Bataillon, was aus Zauberern besteht. Also nennen wir es einfach mal das Baal-Zauberbataillon war ursprünglich eine Einheit, um Menschen zu unterrichten, oder? Ja, ich bin noch ein Neuling. Also kann ich noch nicht so spektakuläre Dinge tun, wie das Bataillon früher. Aber dieser Typ da alleine ist schon so eine Heulsuse, da habe ich gar keine andere Wahl, als auf ihn aufzupassen. Es kostet schon ganz schön viel Kraft. Er ist so so wartungsintensiv. Tate, du solltest nachsichtig sein und allen Menschen helfen, wo du doch eine Göttin bist. Bevor ich das tun kann, muss ich erstmal dich in Form bringen, Hamil. Ich werde dir zur Seite stehen und das ist erstmal genug. Wenn du möchtest, dass ich den ganzen anderen Menschen auch helfe, solltest du erstmal selbst nicht mehr so leichtsinnig sein. Ja, ich hab's verstanden. Ich werde vorsichtiger sein. Ja, ich denke, das reicht jetzt erstmal fürs Gespräch. Ich möchte einfach nur, dass du das tust, was du tun möchtest. なるほど。そういうことですか。つまるところ、タルトはその少年が心配で目が離せなくて仕方ないから行動を共にしているということですね。 Ah, ich verstehe. So sieht das also aus. Du machst dir Sorgen um diesen Jungen und musst deshalb ständig über ihn wachen. Also gibt es gar keine andere Möglichkeit, als mit ihm zusammen abzuarbeiten. Ah, so, aber warum bist du so niedergeschlagen? Ja, genau so ist das.
Aber warum hast du dabei so ein Grinsen auf dem Gesicht? Oh, kein besonderer Grund. Vielleicht bin ich ein bisschen eifersüchtig. Hey, warte mal. Ich glaube, da missverstehst du etwas. Ich möchte ihn doch nur in einen würdigen Diener Baals verwandeln. Ja, ja, klar, genau wie du sagst. Aber leih ihn mir doch mal eine Weile aus, okay? Keine Sorge, ich werde ihn nun schon nicht verschlingen. Ich brauche einfach nur mal die Assistenz des Oberhaupts von Barker. Hamil, bitte befiehl, dem Tor sich zu öffnen. Wenn dein Temperament dem von Haus Barker entspricht, wird Tatessos sein Tor selbstständig öffnen und dich hineinlassen. Alle Vorzüge des Schlosses werden dir zu Füßen liegen und du wirst der Herrscher von Tatessos werden. Und bitte befehle Tatessos auf deine eigene Art und Weise. Und was ist, wenn ich nicht dem Temperament von Haus Barker entspreche? Dann wirst du dennoch Schutz als mein Gast finden. Dasselbe wie die anderen Menschen, die ich schon hereingelassen habe. Also zusammengefasst, wenn er nicht als Herrscher die Stadt betritt, kann er nicht Tatessos vollständig nutzen. Du willst also damit sagen, dass Gäste beschützt werden, aber sonst nichts weiter tun kann, oder? Ineas, das war jetzt nicht kurz gefasst, das war nochmal länger. Ja, ich habe keine Bedenken, wenn du es auf diese Art und Weise ausdrückst. Die Sache macht mich irgendwie nervös. Hamil, bibitten janai so. Gatsun to kamashite yare. Ach, Hamil, jetzt sei nicht so ein Weichei. Lass es einfach raus. Yappari. Namerareru no wa yoku nai no kana? Ja, verstehe ich nicht, was er damit sagen will. Also, wie ich dachte, es ist nicht gut, abgelegt zu werden, aber ja, ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht. Hamil-sama, anata wa Baruka no chisuji. Soshite, inishie no Baruka-ke wa Merkaruto o moshi, sono attoudeki na chikara to kyouki de sekai ni kunrin shita to kikimasu zo. Lord Hamil, das Blut von Barker fließt durch deine Adern und es wird die Zeit kommen,
wo du über diese Welt herrschen wirst, mit der überwältigenden Macht desselben Melkarts, über die schon unsere Vorväter verfügten. Dakarakoso, Stokyofu no Jidai o yomimodosu koto o chikai nasare. Chihaisha toshite gozen to kunrin suru to yakusoku sureba yoi no desu. Und deshalb schwöre, dass du ein Zeitalter des Blutes und des Terrors wieder zurückbringst. Du solltest versprechen, ich werde als stolzer Herrscher regieren. Monoma-ku, sasuga ni sono kangaekata wa kiken desu. Amari ni mo fukkoteki sugiru. Moto kademeya no kouchou toshite wa totemo ukeire gatai. Monomachus, das ist eine gefährliche Sichtweise. Es ist zu stark in der Vergangenheit verwurzelt. Also zu alte Ansichten meint er damit. Es ist hart für mich, dass als früherer es ist hart für mich, diese Ansichten als früherer Schulleiter der Akademie zu akzeptieren. Genau, wir wollen ja nicht alte Zeiten wieder aufleben lassen, sondern wir wollen ja was Neues machen. Wir wollen ja, dass die Menschen friedlich zusammenleben und Blut und Terror haben wir jetzt lang genug gehabt. Nanjato? Was sagst du da? Baruka no chitsuji de aru to sengen sureba, kono ba wa osamaru no dewa arimasen ka? Meinst du denn nicht, wenn das ist nicht reicht, wenn er einfach seine Abstammung von Baka ausruft? Kodai no miyako ni tayuri ni kite oite, imasara shakoujirei o tokou to iu no ka, kono wakazou ga? Wir sind diesen ganzen Weg hierher gekommen, in Vertrauen auf diese alte Hauptstadt. Und nun möchtest du hier predigen, möchtest du hier Höflichkeit predigen? Tartessos wird sich nicht einfach bewegen aufgrund einiger einfachen Worte. Wir werden hier gerade getestet. Dieser Typ von Geist und Entschlossenheit wird gesucht. Abstammung ist nicht mehr als ein Wort. Stimmt es nicht, Tochter des Drachengottes? So betrachtet mir das kein Problem. Das ist ein heißer Mann. Es ist okay, wenn du es auf diese Art und Weise, wenn du auf diese Art und Weise denkst. Du bist noch voller Feuer entgegen deinem Alter.